Ja, schön, dass ich euch wieder auf meinem Kanal begrüßen darf. Wir machen weiter mit den Autogrammkarten von Werder Bremen von der Saison 2022-2023, die original unterschrieben sind und die man bekommen konnte am Tag der Fans. Wir haben hier einen Spieler, wo ich immer so denke, ach, ist das mehr Sturm oder ist das mehr Mittelfeld? Deswegen, auch wenn auf der Karte was anderes steht, geht ein bisschen nach dem Bauchgefühl und würde ihn eher ins Mittelfeld tun. Und das ist unsere Nummer 17. Verzeiht mir, wenn ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Der Abe Nego-Nagnischki. Position ist auf der Karte bezeichnet mit Angriff. Aber ich sehe den eher an der linken Außenbahn die Seite hoch und runter laufen. Das ist ein offizieller. Ja, Angriffsspieler, naja, ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie eure Meinung dazu ist. Geburtsdatum ist der 6.7.2002, also noch sehr jung. Nationalität ist deutsch. Größe ist 1,75 m. Bei Werder dann den 1.7.2014. So, hatte eine Laufbahn, das war der TV Lokstedt. Keine Bundesligaspiele gemacht, dementsprechend keine Tore. In der zweiten Bundesliga 6 Spiele gemacht, keine Tore. Er hatte so Talent aufzublitzen, das kann mich dunkel daran erinnern an seine Spiele. Man hat gesehen, dass er auf dem Platz war, keine Frage. Aber das ist so ein Spieler, wo ich denke, gut, Werder braucht auch einen Spieler, aber der müsste auch verliehen werden. Normalerweise würde ich ihn auch nochmal für 1, 2 Jahre verleihen. Zweite, dritte Bundesliga, viel Spielerfahrung sammeln und dann gestärkt wiederkommen. Ja, das ist so ähnlich wie sein Freund Goller, das besprechen wir dann im Teil vom Sturm. Das sehe ich da genauso. Der nächste tolle Spieler bei Werder Bremen ist unsere Nummer 36, der Christian Groß. Der hat schon ein bisschen, im Gegensatz zu den anderen Spielern, ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel. Ich mag den persönlich am liebsten, wenn man mal seine Vita verfolgt. Ich meine, der kommt von S. C. Stern-Busch von BV Kloppenburg, dann den FSL Osnabrück, dann den Hamburger Sportverein, SV, und den SV Babelsberg 03, Sportfreunde Lotte und Osnabrück. Der hat in der Bundesliga 37 Spiele gemacht, keine Tore, und in der zweiten Bundesliga 27 Spiele gemacht, auch keine Tore. Aber mich wundert, dass das nur 27 Spiele aufgelistet werden. Das ist wahrscheinlich nur für Bremen, ne? Er hat ja in der zweiten Bundesliga viel mehr Spiele gemacht. Ich meine, der hat ja einen goldenen Frühling bei uns. Also persönlich, seine Karriere finde ich noch von am nicesten, weil der wirklich von ganz unten nach ganz oben gekommen ist. Und ganz ehrlich, wir sehen ihn immer so solide auf dem Platz. Auch in der zweiten Bundesliga war das einer der beste Spieler im Mittelfeld, meiner Meinung nach. Also ohne den, nachdem die Abwehr auch fast ausgefallen ist und er in der Abwehr spielte. Ich meine, er wird hier auf der Karte als Abwehrspieler geführt, spielt aber in der Sechserrolle. Da haben wir es wieder, ne? Packe ich den hin in das Mittelfeld oder packe ich den lieber in die Abwehr? Ich packe den jetzt ins Mittelfeld. Weil da gehört er für mich hin. Geburtsdatum ist der 8.2.1989. Nationalität ist deutsch. Größe ist 1,82 m. Bei Werder den 1.7.2018. Zu unserem nächsten Spieler komme ich jetzt. Das ist die Nummer 19. Verzeihen mir wieder, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche. Das ist der Dikin Kizalifu. Position ist Mittelfeld. Geburtsdatum ist der 8.6.2003. Nationalität ist deutsch und Togolesisch. Größe ist 1,91 m. Bei Werder seit den 1.7.2022. Seine Laufbahn war bei TSV 1860 München und bei FC Augsburg. Bundesligaspiele hat er keine gemacht, dementsprechend keine Tore. Zweite Bundesliga hat er kein Spiel gemacht, dementsprechend keine Tore. So steht es auf der Karte. Ja. Da kann man nicht viel zu sagen. Er ist aktuell verletzt. Bei Augsburg war er angeblich ein Megatalent, aber auch oft verletzt. Da wird man nichts zu sagen können. Den wird man erstmal wieder gesund werden lassen und dann spielen lassen. Mit vielen Freunden und Kumpels, mit denen ich mich unterhalten habe, sagen die alle,
da er die ganze Vorbereitung verpasst, muss der eigentlich in die zweite Werder-Mannschaft gehen und sich darüber die Spielpraxis und die Fitness holen. Mindestens für ein halbes Jahr und dann auf einem guten Niveau, wenn er dann fit ist, und dann wieder zurück zur Bundesliga zu kommen. Wird man sehen, was man da macht. Aktuell kann man da nicht viel zu sagen. Im Gegensatz zu jemandem, der eine richtig gute Entwicklung bei uns gemacht hat, das ist unsere Nummer 28. Das ist der Ilja Gruev. Position ist auch im Mittelfeld, spielt also auch die 6. Geburtsdatum ist der 6.5.2000. Nationalität ist deutsch-bulgarisch. Größe ist 1,85 Meter. Ist bei Werder seit den ersten 7.15. Seine Laufbahn hat er nur eine. Das ist der FC Rot-Weiß Erfurt. Bundesliga hat er ein Spiel gemacht, keine Tore. In der zweiten Bundesliga hat er 26 Spiele gemacht und ein Tor. Und ich denke, auf der 6 wird er der Zukunftsspieler bei Werder Bremen werden. Wir werden jetzt nicht viel Geld in die Hand nehmen können, um was anderes zu holen. Ich denke, man sollte ihm die Chance geben. Und dahinter halt den Groß als Backup platzieren und den Jungen machen lassen. Seine Spiele waren bis jetzt in der Vorbereitung alle super. Und in der zweiten Bundesliga wusste er ja auch zu spielen. Und ich finde, er steigert sich von Spiel zu Spiel. Und das braucht man eben halt auch als junger Spieler. Du musst halt spielen. Ich glaube, dass der kommen wird. Der sollte einen langfristigen Vertrag kriegen, wenn er den noch nicht hat. Von den nächsten Spielern kann man leider aktuell nicht viel zu sagen. Er ist verletzt. Das ist unsere Nummer 34. Das ist der Jean Manuel Mbom. Position ist auch im Mittelfeld, kann also auch hinten die 6 theoretisch spielen. Geburtsdatum ist der 24.02.2000. Nationalität ist deutsch. Größe ist 1,83 Meter. Bei Werder seit den 1.7.13. Seine Laufbahn ist der Bowen der SV, der JFV Göttingen. In der Bundesliga 21 Spiele gemacht, kein Tor. In der zweiten Bundesliga 19 Spiele und kein Tor. Er wurde aber auch oft eingesetzt, rechts außen in der Abwehr. Und da war er grottenschlecht. So, das ist auch so eine Position, wo ich denke, was machst du mit dem Jungen? Seine Verletzung ist ja so ein bisschen raus, hat die Vorbereitung nicht wirklich mitgemacht. Wenn schon, steckst du ihn nochmal in die zweite, dass er da Spielpraxis kriegt. Verbrauchst du natürlich andere Jungspieler irgendwie so ein bisschen auf dem Platz. Oder du verleihst den. Beziehungsweise verkaufst den. So. Und ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass es diese Regelung gibt. Ihr könnt mich ja mal beraten in der Sache und ob ihr es vielleicht besser wisst als ich. Aber ist das nicht so, wenn das Vertragsfenster vorbei ist und Spieler, die langfristig verletzt sind und dann wieder zurückkommen und die Vorbereitung quasi nicht mitmachen konnten, dass die so eine Sonderregelung haben, dass die in die dritte Liga verliehen werden dürfen für ein Jahr? Ich meine, da was gehört zu haben. Aber ihr wisst das bestimmt besser als ich. Schreibt mir jetzt einfach runter mal unter dem Video in die Kommentare rein, ob ihr das wisst. Der nächste Spieler, da hat Werder richtig Geld für ausgegeben. Das ist unsere Nummer 6, der Jens Day. Welche sprechen auch Stage aus, aber ich spreche Day aus. Position ist Mittelfeld, der wird nur die Achterrolle übernehmen bei uns. Er hat Geburtstag am 8.11.1996 ist er geboren. Nationalität ist dänisch. Er soll Deutsch können, aber ich habe ihm bis jetzt immer nur Englisch reden gehört. Ich glaube, dass dann noch so ein bisschen Eingliederungszeit braucht bei uns und aktuell soll er auch ein bisschen angeschlagen sein, deswegen seine maximale Leistung noch nicht abgerufen haben. Also musste man sich auch nicht wundern, dass er beim letzten Testspiel ja in der zweiten Mannschaft war. Größe ist 1,87 Meter, bei Werder seit den 1.7.2022. Seine Laufbahn ist Brabant EV und Aarhus GF. FC Kopenhagen. In der Bundesliga noch keine Spiele gemacht, dementsprechend keine Tore. In der zweiten Bundesliga auch noch nicht gespielt, auch keine Tore. Ja, er soll gut spielen, das muss man abwarten müssen. Da kann man nichts zu sagen. Für das Geld, was der gekostet hat, muss er auch eigentlich gut sein. Jemand, der immer gut drauf ist, der immer spaßig ist und dem man die Freude, das Fußball zu spielen, im Gesicht ansieht, also ein kleiner Schlitzohr, so wie Pizarro, würde ich bald sagen. Das ist unsere Nummer 10. Das ist der Leonardo Bittencourt. Er spielt in der Position Mittelfeld, die Achterposition.
Hat Geburtstag am 19.12. und ist im Jahr 1993 geboren. Seine Nationalität ist deutsch, Größe ist 1,70 m. Also das ist von allen Spielern, die ich bis jetzt erzählt habe, der kleinste. Aber vielleicht auch der schnellste, ich weiß es gar nicht mal. Wisst ihr aktuell, wer der schnellste Spieler bei Werder Bremen ist? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das auch bitte mal in die Kommentare rein. Seine Laufbahn war bei FC Energie Cottbus, dann Borussia Dortmund, also Dortmund war aber ein Mensch. Dann war er bei Hannover 96, ist ja auch kein schlechter Verein. Und dann bei 1. FC Köln, das sind gute Vereine. Und dann ist er noch bei Hoffenheim gewesen. Das sind alles gute Stationen und dann haben wir ihn gekriegt. In der zweiten Bundesliga muss man erst sagen, ich glaube, er war nicht hundertprozentig fit. Da fehlte noch so ein bisschen die Geschwindigkeit und das Quäntchen Glück. Aber er soll jetzt, so hört man, noch einen Trainer genommen haben und noch mal extra Schichten geschoben haben. Er sagt über sich selber, er ist topfit. Ich hoffe, dass wir im Gegensatz zu der zweiten Liga bei ihnen ein bisschen mehr so ein Explosionserleben, dass er wieder auf der Alte ist. Ich meine, er war auch lange verletzt, vielleicht hat ihn das ein bisschen zurückgeschlagen gehabt. Ja, Bundesligaspiele hat er 206 gemacht, 26 Tore. Zweite Bundesliga, da hat er 51 Spiele gemacht und 4 Tore. Als nächstes haben wir unsere Nummer 23, das ist der Nikolai Rapp. Position ist Mittelfeld, Geburtsdatum ist der 13.12. im Jahr 90 geboren, seine Nationalität ist deutsch. Größe ist 1,86 m, bei Werder seit dem 24.06.21. Seine Laufbahn begann bei den FC Freja Limbach, danach der TSG 1899 Hoffenheim, dann war er bei Greuther Fürth, dann bei Erzgebirge Aue, dann bei Union Berlin und dann bei Darmstadt 98. Bundesligaspiele hat er 0 gemacht und hat auch keine Tore geschossen. Und in der zweiten Bundesliga hat er 133 gemacht und 5 Tore geschossen. Gefühlt wird der Junge aber überall eingesetzt, wo es gerade brennt. In der zweiten Bundesliga haben wir ihn öfters mal woanders spielen sehen, teilweise glaube ich sogar in der Abwehr. Ja, ist offiziell ein Mittelfeldspieler. Ich finde, so welche Spieler brauchst du, den du überall auf jede Position gefühlt bald reintun kannst und die ihre Rolle wenigstens so annehmen und das ist ein Kämpferherz. Also für die Breite des Kaders wunderbar, der wird sicherlich auch mal seine Chancen bekommen zu spielen. Man darf ja nicht vergessen, wir spielen ja in der Bundesliga, wir spielen auch DFB-Pokal, je nachdem wie weit wir kommen. Man braucht auch die Breite des Kaders. Also Platz wird für jeden irgendwo da sein. Auf lange Sicht, wenn Werder in der Bundesliga bleibt, ist er, glaube ich, einer, der von sich aus gehen wird. Weil einfach andere Spieler immer nachrücken werden. Auch wenn er ein Kämpferherz hat und ich ihn super gerne mag, aber wird er sicherlich irgendwann mal für sich entscheiden, weiterzugehen. Da gehe ich stark von aus. Wenn wir nicht in der Bundesliga bleiben, dann kann ich mir vorstellen, dass er auch bei Werder auf lange Sicht bleibt. Also für diese Saison ist er erstmal noch da. Aber wer weiß, Transferfenster ist noch auf. Ich denke auch, dass er noch einer sein könnte, der vielleicht geht. Der nächste, die Nummer 22, der Niklas Schmidt. Position ist Mittelfeld. Geburtsdatum ist der 1.3.1998. Nationalität ist deutsch. Größe ist 1,84 m. Bei Werder seit dem 1.7.2012. Seine Laufbahn begann er bei Olympia Kassel, bei den OSC Flemois, bei Rot-Weiß Erfurt, bei Werder Bremen, und dann war er wieder bei Wien Wiesbaden ausgeliehen und bei Osnabrück und jetzt wieder bei uns. Er hat in der Bundesliga ein Spiel gemacht, kein Tor, und in der zweiten Bundesliga 72 Spiele, 8 Tore. Der Junge wird sich jetzt in der Bundesliga an das Niveau anpassen müssen, noch viel mehr trainieren und sich beweisen müssen. Ja, ich weiß nicht, ob er das packt, das werden wir dann sehen. Ich hoffe es, weil eigentlich ist er ein super netter Kerl. Das liegt nur an ihm, ne? Beim nächsten ist wieder das Problem, wo packst du den hin? In der Abwehr steht auf der Karte, aber spielen kann der auch halt im Mittelfeld. Wir haben den Niklas Stark, Nummer 4. Es gibt welche Leute, die sehen den auf der 6. So.
Persönlich heißt es ja aus Berlin-Kreisen, dass er auf der 6 am besten funktioniert. Und wenn wir jetzt die Spiele mit ihm gesehen haben, in der Abwehr war er bis jetzt nicht gut. Also momentan würde ich nicht tendieren, den im Startaufgebot zu haben. Und das ist einer der Gründe, warum ich den näher ins Mittelfeld packen würde. So, auf der Karte steht zwar Position ist Abwehr. Wie gesagt, ich sehe den im Mittelfeld. Geburtsdatum ist der 14.04.1995, Nationalität ist Deutsch, Größe ist 1,90 m. Bei Werder Bremen sah den erst in 7.22. Seine Laufbahn begann er bei der FSV Ingsheim 1948, weil kenne ich gar nicht. Dann den TSV Neustadt-Aisch, kenne ich auch nicht. Und dann gibt es noch den ersten FC Nürnberg und Hertha BSC. Das sind ja keine schlechten Vereine, die letzten beiden. Bei Hertha BSC war er auch relativ lange. Er hat bei der Bundesliga-Spiele 199 bis jetzt gemacht und 7 Tore geschossen. Und in der Bundesliga-Spiele für die zweite hat er 30 gemacht und 3 Tore geschossen. Ja, kann man aktuell nicht viel sagen. In der Vorbereitung fand ich ihn im Gegensatz zu seinen Kollegen schlechter. Er muss sich auf jeden Fall steigern. Also wenn er eine Abwehr spielen sollte, dann muss er noch ein bisschen was zulegen. Wie gesagt, aus Hertha-Kreisen sehen die Leute den eher auf der 6. Und da packe ich ihn jetzt auch hin. Und den letzten möchte ich nicht vergessen. Das ist unsere Nummer 20. Das ist der Romano Schmidt. Ein junger Mann, der ist am 27.01.2000 geboren, spielt im Mittelfeld. Seine Nationalität ist österreichisch. Also wir hatten jetzt immer sehr viele, die hatten eine Doppelnationalität oder waren halt Deutsche, aber er ist halt Österreicher. Super guter Typ. Er ist auch schon seit dem 3.01.19. bei Werder, war unter anderem auch teilweise ausgeliehen, hat sich da gut entwickelt, hat hier seine Chance gekriegt und heute ist er Stammpersonal. Seine Körpergröße, na, habe ich nicht vorhin gesagt gehabt, der Bittencourt ist so klein. Ich glaube, der Romano Schmidt ist hier der kleinste aktuell. Seine Körpergröße ist 1,68 m. Seine Laufbahn begann beim SV Fa Salzberg, bei SK Sturm Graz, RB Salzburg und Wolfsberger AC. Müssen Vereine in Österreich sein. Kennen die wenigsten. Bundesligaspiele hat er 22 gemacht, 0 Tore. In der zweiten Bundesliga hat er bis jetzt 33 Spiele gemacht, 3 Tore. Das ist ein Stern, der bei Werder eigentlich nur nach oben geht. Er ist schnell und flink. Für seine Größe macht er viel Alarm. Ja, er muss sich halt zeigen, durchsetzen, dass er in der Bundesliga bestehen kann. Und dann steht da kein Stein im Weg, dass er auch auf lange Sicht hier Stammspieler bleibt. Auch in die Jahre, die da kommen. So, Leute, wir sind mit dem Mittelfeld fertig. Das nächste wird jetzt der Sturm werden. Ich bedanke mich. Wir hören voneinander.